Achtmal wird Alex Herbing aus Essen allein in der vergangenen Woche von einer unbekannten Nummer aus Afrika angerufen. Immer klingelt es nur ganz kurz. Teilweise sehr nervig. Ich habe diese Nummer auch schon versucht zurückzurufen. Man hat mir zwar davor gewarnt, aber ich wollte dann doch mal gucken, was passiert, da ich da auch sehr neugierig bin, aber irgendwie geht diese Nummer auch nicht dran. Genau das ist die Masche. Beim Rückruf wird abkassiert. Die Opfer werden meist per Computer nach Zufallsprinzip ausgesucht. Sie werden unter anderem mit unverständlichen Ansagen hingehalten. Während die Gebühren steigen. Und so können die sogenannten Ping-Anrufe richtig teuer werden, bis zu 3 € pro Minute. Allein im Oktober und November dieses Jahres gingen bei der Bundesnetzagentur rund 50.000 Beschwerden ein. Sie hat bereits mehrere Nummern registriert und öffentlich gemacht, bei denen man nicht zahlen muss, und will künftig auch die Mobilfunkbetreiber in die Pflicht nehmen. Und da haben wir aktuell jetzt die Unternehmen aufgefordert und angewiesen, eine Art Warnmeldung zu schalten, dass, wenn man also zurückruft, man zunächst eine Warnung bekommt, dass man hier in eine sehr teure Leitung geleitet wird. Von manchen Anbietern wird man mittlerweile auch schon beim Anruf auf das Land hingewiesen. Das Tückische, die ersten Ziffern der ausländischen Telefonnummern ähneln häufig einer deutschen Vorwahl, sodass der Betrug nicht direkt zu erkennen ist. Bislang hat Alex Herbing Glück gehabt und musste nichts zahlen. Alle unbekannten Nummern werden ab jetzt von ihm blockiert, damit der Telefonterror endlich ein Ende hat.